Skorpion, das ist deine Monatslegung für den Monat April. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wie ihr das findet, dass ihr mich jetzt sehen könnt. Ich glaube, dabei möchte ich bleiben. Ich habe auch ein neues Legesystem, bei dem würde ich auch ganz gerne bleiben, außer ihr sagt, ihr wollt wieder die große Tafel haben. Wir fangen jetzt gleich mal an zur kurzen Erklärung. So eine Legung kann auf euch zutreffen, muss sie aber nicht. Wenn euch was nicht gut tut oder ihr sagt, hä, das hat doch gar nichts mit mir zu tun, dann ist es auch nicht für euch bestimmt. Und wenn in den Karten hier die Dame auftaucht, dann seid ihr das liebe Skorpione, ob ihr männlich oder weiblich seid. Und wenn die Herrenkarte auftaucht, dann ist es euer Gegenüber, euer Herzensmensch. Dann fangen wir gleich mal an. Liebes Universum, gib mir Einblick in den Monat April meiner Skorpione. In die Hauptthemen des Aprils. So. Ich schaue jetzt als erstes, was euch hauptsächlich beschäftigt im April. Um welche Themen es sich so dreht. Und dann schauen wir, was denkt und fühlt ihr in eurer Liebe und was denkt und fühlt euer Gegenüber denn zu euch. So, um was geht's hier? Also, liebe Skorpione, euch geht es hier um das Thema Sicherheit. Aber ein bisschen anders, als die Karte meistens gedeutet wird. Hier geht es darum, dass diesen Monat einige von euch Skorpionen, kann es sein, dass ihr zwei Personen zur Auswahl habt, und also die ihr kennengelernt habt oder die ihr lieben gelernt habt. Und hier kann es sein, dass hier nochmal eine Umentscheidung gibt. Also, dass ihr vielleicht hier euch nochmal zwischen ja, zwei Partnern nochmal vielleicht, dass es hier nochmal einen Switch gibt. Aber auch ganz eindeutig, was die Karten hier sagen, es kann sein, es gibt Nachwuchs für den einen oder anderen Skorpion. Für viele von euch wahrscheinlich. Kommt hier Nachwuchs oder ist Nachwuchs ein ganz großes Thema? Oder vielleicht, wenn ihr jetzt weiblich seid und mir zuschaut, seid ihr schon schwanger. Damit kommt aber auch das Bedürfnis der Sicherheit. Ihr wollt vielleicht jetzt ja alles absichern, eure Finanzen, eure Wohnsituation, ist ja auch klar, bei einem Kinderwunsch oder einem Kind, das schon unterwegs ist, das spielt ein ganz großes Thema für euch diesen Monat. Wir schauen jetzt aber mal, was hat es mit diesem Sicherheitsbedürfnis genau auf sich? Da springt schon was raus. Aha, ihr wurdet hier verletzt oder werdet hier im April verletzt. Ich möchte aber bitte noch eine Karte. Die gehört nicht raus. Wer, was hat euch hier verletzt? Hier hat euch jemand verletzt, von dem ihr es niemals erwartet hättet. Oder hier kommt jemand, der euch irgendwie verletzt. Es ist eine Verletzung, es ist aber kein Schmerz, der nicht verkraftet werden kann. Also das kann auch einfach mal ein Streit sein, das glaube ich jetzt aber weniger. Das ist irgendwie, ich glaube, eine Handlung, die euch verletzt. Aber von jemandem, von dem ihr es einfach nicht erwartet hättet. Also das kann auch auf euch zukommen. Vielleicht ist es auch in diesem Kinderthema, euer Partner, auf den ihr eigentlich baut, der für euch eigentlich die Sicherheit eures Lebens ist, der das vielleicht anders sieht als ihr. Das ist auch schon alles. Das ist so eindeutig bei euch, da brauche ich gar nicht weiter gucken. Wir schauen jetzt, was denkt und fühlt ihr im Thema Liebe, im Thema Partnerschaft. Was denken und fühlen denn meine Skorpione im April? Okay, liebe Skorpione, also ihr macht euch Gedanken um eine Lüge, um eine Falschheit, um irgendein nicht so gutes Gefühl. Kann
mit dieser Sicherheit zu tun haben, in die wir reingeschaut haben, wo ihr vielleicht kurz mal irgendwie ja, euch nicht mehr so sicher fühlt, weil ihr verletzt werdet. Der Fuchs wendet sich aber von euch ab. Also ihr liegt jetzt hier selber in euren Gedanken. Kann auch sein, dass ihr eine Falschheit oder dass ihr halt nicht immer alles ehrlich erzählt habt, was euch so beschäftigt oder was ihr euch wünscht. Und das legt ihr langsam ab. Also der Fuchs schleicht jetzt wenigstens schon mal hier von euch weg. Das heißt, dieses, ja, dass ihr nicht so ehrlich zu euch selber seid oder ehrlich zu anderen seid und da es ja für einen Partner und euch gerade liegt, hört das auf. Ihr seid jetzt wahrscheinlich ganz klar, ihr kommuniziert ganz klar, was ihr möchtet und ihr beschließt ja auch im April, ihr möchtet hier nichts mehr vorlügen, vorgaukeln, ihr möchtet eurem Partner ehrlich sagen, was hier los ist. Ihr überlegt aber auch noch, ihr würdet gern, also gedanklich, es sind ja eure Gedanken, ihr wisst, hier kommt einiges auf euch zu, ihr wisst es schon oder ihr wisst es noch nicht und im April kommt einiges auf euch zu. Also es könnte auch für eine kleine Reise sprechen, die ihr vielleicht macht, vielleicht mit eurem Partner, es ist ja hier die Liebesgedanken. Aber ich glaube, partnerschaftlich kommt hier einiges Neues auf euch zu, was auch noch nie vorher so da war. Also das spricht auch wieder für das, dass viele von euch wahrscheinlich schwanger sind oder wenn ihr der Mann seid, dass viele von euch Väter werden. Hier kommt einiges einfach auf euch zu, liebe Skorpion, im April. Und da macht ihr euch viele, viele Gedanken. Aber auch, also das ist ja im Thema Partnerschaft. Also ja, auf euch beide, kann man so sagen, kommt viel zu. So, wie fühlt ihr euch? Fühlen tut ihr euch ein bisschen oberflächlich, ein bisschen angenagt, vielleicht nicht so sehr beachtet könnte sein. Vielleicht fühlt ihr euch so ein bisschen, als würdet ihr irgendwie ein bisschen untergehen bei eurem Partner. Vielleicht wünscht ihr euch da mehr Beachtung. So könnten die Karten als das als Gefühl sein. Und ihr fühlt euch so ein bisschen schwimmend, also es spricht alles so dafür, dass ihr diese Sicherheit, die ihr euch wünscht, noch nicht so ganz habt und ihr so ein bisschen, ja, ihr hängt so ein bisschen in den Wolken, sagen wir es mal so. Das ist euer Hauptgefühl im April. Genau, jetzt schauen wir gleich, was denkt und, nee, bevor wir das gucken, möchte ich noch wissen, was es hier mit diesen Lügen, die von euch weggehen, zu tun haben. Also was hat es mit dem Fuchs genau auf sich? Ihr Skorpione seid hier. Ihr seid hier ehrlich in Bezug auf einen anderen Mann. Wenn ihr jetzt ein männlicher Skorpion seid und euch denkt, hä, was zu wem sollte ich denn jetzt hier ehrlich sein? Welcher andere Mann? Das kann auch ein Vorgesetzter, ein Chef oder so sein. Also es könnte ein Thema sein auf der Arbeit. Da spielt ihr jetzt im April ja mit offenen Karten. Da hört es auf, dass ihr irgendwas nicht erzählt. Gut, jetzt schauen wir in euer Gegenüber. Was denkt und fühlt denn das liebe Gegenüber meiner Skorpione? Euer Gegenüber denkt und fühlt eigentlich ganz gut. Also euer Gegenüber macht sich Gedanken, weil er oder sie nicht so ganz ehrlich über seine Gefühle sprechen kann. Ist aber mit euch in einer Beziehung, weil er euch oder weil sie euch liebt. Also das liegt hier ganz klar. Und euer Gegenüber macht sich Gedanken, vielleicht euch mehr Einblick zu geben oder möchte noch nicht so viel Einblick geben.
in die Gefühlswelt. Vielleicht ist hier irgendein Thema neu, es kommt ja einiges auf euch zu. Und es kann sein, dass im April, da dürft ihr vielleicht noch nicht zu viel erwarten, euer Gegenüber es noch nicht schafft, seine Gefühle zu euch so ganz offen auszusprechen. Also das behält euer Gegenüber noch lieber für sich, heißt aber nicht, dass ihr nicht die Herzensverbindung seid, weil hier liegt die Liebe und hier liegt der Vertrag, die Verbindung. Also ihr seid zusammen, weil euer Gegenüber euch wirklich liebt. Also darüber macht sich euer Gegenüber auch sehr große Gedanken um die Verbindung mit euch. Also hier dreht sich eigentlich alles um euch. Und euer Gegenüber macht sich auch Gedanken drüber, die Gefühle zu sagen, kann es aber noch nicht. Ja. Wie fühlt sich euer Gegenüber? Euer Gegenüber hat viele Gefühle und ist im April gefühlstechnisch dabei, ganz klar zu werden. Also weiß am Ende April wahrscheinlich ganz klar, was er zu euch fühlt, was er zu euch denkt. Auf jeden Fall ist euer Gegenüber einfach nur mit euch und mit sich selbst, mit der Klärung seiner Gedanken und seiner Gefühle beschäftigt, aber nicht negativ. Er möchte hier ganz klare Sicht auf alles bekommen, sagen wir es mal so. Liebe Skorpione, das war eure Legung für den Monat April im Großen und Ganzen. Ich ziehe euch jetzt aber noch eine Karte aus dem Botschaften deiner Geistführer-Deck. Und ich möchte für euch hier eine ganz klare Aussage, die euch einfach den April erleichtern würde, um hier mal irgendwie mit einer anderen Sicht vielleicht ranzugehen, auch so ein bisschen. Oder so ein bisschen auch als Tipp für euch, was euch dann im April gut tun würde. Dann schauen wir doch mal. Okay, runtergefallen. Schauen wir mal. Okay, interessant. Wende dich nach innen. Ich lese es euch mal vor. Wende dich nach innen. Die habe ich selber noch nie gezogen. Gucken wir mal, was das bedeutet. Seite 120. Hintergrund haben wir hier eine kleine Party. Der physische Körper ist ein Produkt dieser materiellen Dimension. Er wird auf der Erde geschaffen unter der Verwendung von Elementen wie Kohlenstoff, Wasserstoff und Calcium. Er ist gefährdet, denn ihm sind Begrenzungen auferlegt und seine Lebensdauer ist endlich. Dein höheres Selbst hat sich entschlossen, in ihn einzuziehen, um Erfahrungen zu machen, die in der geistigen Welt nicht möglich sind. Du bist nicht dein Körper. Was du im Spiegel siehst, ist nur ein Mittel zum Zweck. Dein wahres Selbst ist vollkommen grenzenlos und unsterblich. Es ist verbunden mit jedem und allen. Denn den und das du siehst. Deine Fähigkeit, mit deinen Geistführern in Kontakt zu treten, ist allgegenwärtig. Doch du musst das Deine dazu beitragen. Um Zugang zu ihrer Weisheit zu erlangen, dass diese Karte in deinem Legebild auftaucht, ist eine Aufforderung. Eine Aufforderung, dich für ihre Fügung zu öffnen, auf die du ein Anrecht hast. Meditation, stilles Sitzen und Bitten um Rat im Traumzustand sind Möglichkeiten, um eine Verbindung mit deinem höheren Selbst und deinen Geistführern herzustellen. Nutze die Mittel, die dir zur Verfügung gestellt wurden. Lasse dich nicht von den irdischen Ablenkungen entmutigen, die zwischen dir und deinen Geistführern stehen. Übe dich darin, diese heilige Beziehung zu entwickeln. Du wirst feststellen, dass das Leben viel einfacher wird, wenn du täglich mit deinen Geistführern in Kontakt trittst. Das heißt, ihr seid sehr von euch selbst entfernt zurzeit. Ihr seid sehr nach außen, in euren Gedanken, in eurem Alltag. Ihr solltet viel mehr zu euch kommen und gucken, was ihr denn fühlt. Und das heißt ganz genau, ich weiß nicht, ob viele von euch Krafttiere kennen oder einfach mal Wünsche ans Universum senden. Googelt das doch mal nach, liest das mal nach, weil man sagt, alles, was man aussendet, kommt auch alles, was man sich wünscht, wenn man sich es schon so vorstellen kann, wird einem auch erfüllt, außer es gehört nicht zu einem. Also ihr solltet wieder mehr auf euch achten und was ihr innen drin denn fühlt, weil eigentlich haben wir alle sowas wie einen Leitfaden und unsere Gefühle sagen uns eindeutig,
sollte ich jetzt machen oder sollte ich nicht machen? Und ihr solltet wieder ein bisschen in den Kindeszustand zurückkommen, liebe Skorpione, und euch mehr nach euren Gefühlen leiten lassen. Das war jetzt eure Legung. Wenn ihr persönlich was wissen wollt, zu euch ganz genau oder zu eurem Partner ganz genau, schreibt mich auf Instagram an. Ich biete ja die persönlichen Legungen auch an. Ansonsten wünsche ich euch eine ganz gute Zeit. Für viele, die ein Kind erwarten, bleibt ruhig, bleibt cool. Ich habe selber gerade erst eine Tochter bekommen. Es ist alles nicht so schlimm, wie man sich's denkt. Man kriegt alles irgendwie hin. Ansonsten macht es gut. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Monat wieder reinschaut. Ciao.